Oh, moin moin und hallo zu diesem Video. Wie gesagt, auch heute wieder ein schönes Video von und mit mir. Ich hoffe, das wird nicht langweilig für euch. Und wenn, besser als nur Texte lesen. Also, mache ich weiter so, weil mir bringt Spaß. Und ich habe Feedback von euch bekommen, ihr findet das auch gut. Deswegen werde ich es so beibehalten, weil ich glaube, ihr seht dann mal ein relativ bekanntes Gesicht. Einige werden sagen, ja, mein Lieblingslehrer. Das vermisse ich ehrlich gesagt ein bisschen, dass ich das durch die Bauhalle bzw. durch die ÜRS habe schreien hören. Ja, wie gesagt, ich vermisse so ein bisschen die Zeit, mit euch da Unterricht zu machen. Aber was soll's? So ist ein bisschen Normalität gegeben. Ihr seht mich, ich sehe zwar nicht euch. Und mal gucken, vielleicht treffen wir uns dann mal so nachmittags in einer Videokonferenz, dass wir mal so über nicht-schulische Dinge schnacken können. Das wäre vielleicht auch mal ganz cool. Gebt mir einfach mal ein Feedback, ob ihr das vielleicht ganz gut finden würdet, weil dann würde ich das mal so organisieren, dass wir uns mal, ja, ich weiß nicht, siebte, achte Stunde mal zusammentreffen und einfach mal nicht über Schule reden, sondern über was anderes. Über Fortnite oder sowas. Oder Rocket League oder was auch immer. Mir egal. Naja, gut. Was ist Thema heute? Heute befassen wir uns mit dem nochmal. Heute befassen wir uns mit dem Bewährungsplan. Schalung haben wir jetzt hinter uns, genauso wie Betonarbeiten. Stahl haben wir auch schon behandelt und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Bewährungsplan. Wie kommt das eigentlich alles zusammen? Ja, und das ist Thema heute. Ich zeige euch da einmal, wie ich den Ablauf geplant habe. Erstmal kriegt ihr einen kleinen Einstieg. Da seht ihr hier auch schon ein Bild. Dann wollen wir einmal darüber sprechen, was gehört eigentlich zu so einem Bewährungsplan, wie ist der aufgebaut. Und dann möchte ich die einzelnen Varianten, beziehungsweise nicht Varianten, sondern die einzelnen Bestandteile vom Bewährungsplan mit euch einmal durchsprechen. Und zum Schluss will ich euch jetzt schon sagen, als Arbeitsauftrag sollt ihr einen Bewährungsplan abzeichnen. Also ihr kriegt alles von mir gegeben und ich möchte einmal, dass ihr diesen Bewährungsplan abzeichnet, wieder auf dem DIN A4 und mir den dann alle zuschickt. Auf Schul kommen Sie, damit ihr einmal das bearbeitet habt, wie ihr einen Bewährungsplan zeichnet. Damit wir vielleicht gegebenenfalls demnächst mal einen eigenen zeichnen können. Aber in erster Linie ist es mir wichtig, dass ihr erstmal den abzeichnet, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie ist so ein Bewährungsplan eigentlich aufgebaut. Ja, okay, also kommen wir zum Einstieg. Wofür ist so ein Bewährungsplan? Ich habe hier mal so eine Frage hingelegt, weil die hat mich halt auch beschäftigt, als ich damals Bauzeichner gelernt habe. Wie lege ich denn jetzt eigentlich die Bewährung in die Schalung? Und wer sagt mir das eigentlich? Und da habe ich halt Pläne bekommen, ja, hier, auf den Tisch geklatscht bekommen, das sind Bewährungspläne. Danach legen die Stahlbetonbauer oder Maurer machen das halt auch, deswegen müsst ihr es halt auch lernen. So werden die Sachen halt da reingelegt. Und so ein Bewährungsplan ist nicht einfach zu lesen, deswegen behandeln wir das hier und ich gehe das einmal Schritt für Schritt mit euch durch. Und hier dieses Bild soll einfach mal zeigen, das muss hier alles halt auf dem Plan kenntlich gemacht werden. Klar, das ist sehr viel Bewährung und hier wurde teilweise auch doppelt verlegt und kreuz und quer, wie man hier sieht. Das ist halt auch nicht ganz richtig. Wahrscheinlich hat sich derjenige nicht ganz an den Bewährungsplan gehalten, weil da kommt halt auch kein Beton mehr durch. Das ist halt reines Stahl. Deswegen ist es wichtig, dass es solche Bewährungspläne gibt. Ja, und dann kommen wir dazu einfach mal. Habe ich euch hier mal mitgebracht. Einmal hier so etwas. Also wie ihr hier seht, eine Zeichnung plus mehrere Linien. Da erkläre ich euch gleich zu, was das ist. Und einmal so eine Tabelle. Ja, das sind Bestandteile, die in einem Bewährungsplan immer vorhanden sein müssen. Und das hier oben. Also der Teil hier, den nennt man, Verlegeplan. Also man sieht in diesem Plan, ich mache den mal groß, die einzelnen Eisen, die man hier unten sieht, wie die hier drin liegen. Also wie sie positioniert sind. Mit einzelnen Bezeichnungen, sogenannten Positionsnummern, wie viele das sind und welchen Durchmesser sie haben. Das ist da alles mit gekennzeichnet. Also jede Stahleinlage ist mit einer Positionsnummer versehen. Hier haben wir die Position 1, zack, und die Position 2 sehen wir nachher im Auszug
halt wieder. Und da ist dann halt eine genaue Bezeichnung, wie viele es davon gibt, gekennzeichnet. Also, hier sehen wir einen sogenannten Verlegeplan. Also, der erste Teil, der da reingehört, ist der Verlegeplan. Dann habe ich das andere schon angemerkt. Hier unten seht ihr halt die Stahleinlagen, wie sie hier halt rausgezogen sind. Das sind dann auch Stahlauszüge. Die werden wirklich parallel zu der Zeichnung einfach nach unten gezogen, sodass man immer genau verorten kann, okay, hier, zack, 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 das ist der Stahl, der hier reinkommt. Hier sieht man das auch, Position 1, Position 1. Dann hat man hier diesen Stahl, das ist Position 2, und der ist auch parallel runtergezogen aus dem Verlegeplan hier in diese Auszüge. Und der ist auch gekennzeichnet mit der Positionsnummer 2. Also das Runde mit den Zahlen, das sind immer die Positionsnummern. Die kennzeichnen jeden einzelnen Stahl, der in dem Bewährungsplan verlegt worden ist. Und wird dann anschließend genau beschrieben. Also hier sind zum Beispiel zwei Durchmesser 12. Also 2 und der Stahldurchmesser beträgt 12 mm. Und dahinter schreibt man dann immer die Gesamtlänge von dem Stahl. Auf dem Stahl, das seht ihr hier, schreibt ihr auch immer noch die einzelne Bezugslänge bzw. die Abschnittslänge. Bei einem geraden Stahlstab braucht man es nicht unbedingt machen, so wie hier. Aber ganz wichtig ist es, bei solchen aufgebogenen Stählen die Einzellängen reinzuschreiben, damit man weiß, weil diese Auszüge halt wichtig sind für das Stahlwerk, die biegen nachher den Stahl so, wie er sein muss. Deswegen muss für jeden Abschnitt halt eine einzelne Länge im Plan vorhanden sein. Genauso wie eine Winkelbemaßung und eine Höhe. Das ist halt wichtig, damit der Stahl halt dementsprechend gebogen werden kann. Ja, und diese Form hier, also das hier, das bezeichnet man entweder als Stahlauszüge, also einzelne Stahlauszüge, die einzelnen Positionen, die da im Verlegeplan zu finden sind, oder man kann ihn auch Biegeplan nennen. Ich schreibe beides mal hin. Stahlauszüge oder Biegeplan. Oder Biegeplan halt, weil wenn man nur gerade Eisen hat, dann bräuchte man eigentlich nichts biegen. Deswegen nennt man es halt auch Stahl, also die einzelnen Positionen Stahlauszüge. Aber im Allgemeinen nennt man das Biegeplan. Ganz wichtig ist es zum Beispiel auch, wenn wir hier den Schnitt betrachten, den Schnitt. Also man hat hier einmal durch den Balken durchgeschnitten. Ansicht A ist, also Schnitt A ist in die Richtung geguckt, hierhin. Das sagen die Pfeile. Und dann sieht man hier einmal den Schnitt von dem Balken. Und da hat man ganz wichtig, wie man die hier halt sieht, hier einmal den Bügel, der halt für die Schubkräfte halt auch da ist. Und den zieht man halt auch raus als Stahlauszug. Man sieht hier Position 4. Ja, also man hat hier 16 Bügel zum Beispiel, 16 Stück im Durchmesser 8 und den hat man hier halt rausgezogen. Und wie ihr hier seht, der ist nicht 1 zu 1 dargestellt, also der ist hier nochmal so aufgebogen mit Haken. Das soll einfach nur symbolisieren, also man biegt den zwar als richtigen Bügel, also komplett durch, aber das hier soll einfach nochmal darstellen, okay, wir haben hier eine Hakenlänge von 8, hier von 9. Und damit man die einzelnen Größen einmal nochmal sieht. Deswegen hat man den so aufgebogen dargestellt, damit man die Haken genauer identifizieren kann. Ja, auch hier wieder die Anzahl 16, Durchmesser 8. Und dann diese Querstrich, den hier, 20, heißt eigentlich nur, wir haben 16 Bügel, also 16 Bügel mit dem Durchmesser von 8 mm. Und dieser Querstrich heißt alle 20 Zentimeter. Das heißt, wir haben hier, wie wir es hier oben auch in der Zeichnung sehen, wir haben alle 20 Zentimeter einen Bügel. Deswegen müssen wir es nicht immer vermaßen. Deswegen steht hier oben
auch in der Zeichnung 16 in Klammern 20. Das heißt einfach nur im Verlegeplan, alle 20 cm soll so ein Bügel sein. Und hier hinten hat man dann halt nochmal 16 Durchmesser 8 hingeschrieben. So, habe ich hier noch irgendwas vergessen? Genau. In dem Plan muss halt auch immer stehen, was für einen Beton haben wir. Das ist wichtig für die Verankerungslänge. Hier müsst ihr keine Verankerungslänge berechnen. Nur wenn es nachher soweit kommt, dann ist es halt immer wichtig, welchen Beton ihr nehmt, weil der hat nämlich Einwirkungen darauf, wie groß die Verankerungslänge eures Stahls sein muss. Müsst ihr jetzt noch nicht beachten, das ist nur ein Hinweis, nice to know. Dann, welchen Stahl habt ihr verwendet und welche Betondeckung ist vorhanden? Das gehört halt immer mit in den Bewährungsplan, damit halt genau geguckt werden kann, okay, ich muss den Stahl verwenden, dann wird der Beton geliefert, okay, ist das wirklich der Beton, der da rein soll und habe ich die Betondeckung eingehalten? Weil das muss halt alles beim Verlegen auf der Baustelle passiert sein. Okay. Dann haben wir den Verlegeplan und die Stahlauszüge und den Biegeplan halt fertig. Das heißt fertig, aber einmal durchgesprochen. Und jetzt kommen wir zu dieser schönen Tabelle hier. Und diese schöne Tabelle ist eine sogenannte Stahlliste. Und diese Stahlliste zeigt eigentlich nur an, wie viel Stahl hergestellt werden muss. Da man hat zum Schluss immer eine Angabe, wie viel Kilogramm Stahl oder beziehungsweise Bewehrung denn jetzt im Baukörper verarbeitet worden ist und beziehungsweise wie viel bestellt worden ist. Und die ist immer so aufgebaut, dass wir hier an der Seite die Positionsnummern haben, die halt oben in dem Plan aufgezeichnet worden sind. In dem Plan haben wir nur Position 1 bis 4, wie ihr hier seht. 1, 2, 3 und der Bügel ist 4. Und die haben wir hier halt auch. So, dann guckt man, wie viele Positionen habe ich denn, nee, wie viel Stück habe ich denn von dieser Position? Das steht hier eigentlich immer mit bei. Und zwar hier sieht man 2, da nochmal 2, da nochmal 2. Aber da dieses Produkt, also dieser Stahlunterzug bzw. dieser Stahlbetonsturz, zweimal ausgeführt werden soll, steht hier am Schluss zum Beispiel, dass er insgesamt viermal hergestellt werden muss. Also darauf muss man halt auch achten, muss dieses Objekt öfter hergestellt werden, dann schreibt ihr das hin und das findet sich dann nachher hier in der Anzahl nachher wieder. Also seht ihr hier, da steht nicht zwei, sondern halt vier und bei den 16 Bügeln stehen halt nicht 16, sondern halt auch 32, weil es halt alles zweimal hergestellt wird. Dann habt ihr eine Spalte mit DS. DS heißt, das ist der Durchmesser von dem Stabstahl. Und der steht ja auch hier immer drin. Also Durchmesser 10, Position 1, Durchmesser 12, Position 2 haben wir zum Beispiel hier auch immer stehen. Also man kann sich da immer das raussuchen, was für einen das einfachste ist. Ich persönlich, als ich noch Pläne gezeichnet habe, also Bewährungspläne gezeichnet habe, habe ich erst die Stahlauszüge gezeichnet und anhand der Stahlauszüge, weil da ja die Gesamtzahl stehen muss, habe ich immer die Stahlliste konstruiert. Weil da kann man einfach gucken, okay, 1, 2, 3, 4 und dann zähle ich das einmal durch und dann muss man nicht nochmal aufwendig in den Verlegeplan gucken. Weil aus dem Verlegeplan das alles rauszulesen, ist ein bisschen ungeordneter, weil die Zahlen sind ja nicht alle hintereinander gleich weggezeichnet. Deswegen gucke ich immer in die Auszüge. Und da seht ihr dann auch die einzelnen Durchmesser. Dann müsst ihr gucken, wie lang ist denn dieses Eisen insgesamt? Das habt ihr hier auch. Man hat immer die Gesamtlänge von dem Eisen, also die Einzelgesamtlänge von dem Eisen. Und dann müsst ihr noch die Gesamtlänge ausrechnen. Und die Gesamtlänge ist einfach nur die Einzellänge von einem Stab, in dem Fall mal 4. Und dann habt ihr von Position 1 11,80 Meter. Und dann habt ihr die Gesamtlänge Stahl von der Positionsnummer. Und dann gehen wir in die nächste Tabelle. Also was heißt in die nächste Tabelle? Aber hier schließt so der erste Teil erstmal ab. Und dann
Ich hoffe, ich erkläre das nicht zu schnell, aber wie gesagt, ihr könnt ja zurückspulen oder mir eine Mail schreiben. Da bin ich ja auch immer ganz fix bei. Wir kommen jetzt nämlich zu den einzelnen Gewichten. Und zwar die Gewichtsermittlung der einzelnen Positionsnummern. Und zwar gibt es für jeden einzelnen Durchmesser immer ein Wert Kilogramm pro Meter. Das heißt, ein Meter Stahl von diesem Durchmesser wiegt so und so viel Kilogramm. Das gibt immer diese Zahl hier an. Also der Durchmesser 8 zum Beispiel, der wiegt pro Meter 395 Gramm, also 0,395 Kilo. Wenn wir hier mal in den 20er Durchmesser gehen, da wiegt ein Meter schon 2,47 Kilo. Also man merkt, das steigt rapide an. Diese Werte hier, die müsst ihr euch nicht merken, das sind Tabellenwerte. Die würden wir euch für Stahllisten, die ihr halt herstellt und aufschreibt, immer wieder beilegen, damit ihr diese dann halt immer wieder rauskramen könnt und gucken könnt, okay, mit welcher Zahl muss ich meine Gesamtlänge denn jetzt eigentlich multiplizieren? Ja, und wenn wir jetzt hier mal gucken, wir haben hier Position 1. Hier Position 1. Und Position 1 hat einen Durchmesser von 10. Das heißt, wir tragen unser Gewicht auf jeden Fall hier ein, weil das ist ja Durchmesser 10. Und jetzt nehmen wir diese 11,8 und multiplizieren die mit 0,617. Und dann müsste man auf 7,28 Kilogramm kommen. Das heißt, für diese 11,8 Meter, die wir hier herzustellen haben, die wiegen 7,28 Kilo. So gehen wir dann halt auch weiter. Position 2 hat den Nenndurchmesser 12. Also gehen wir gucken, ah, hier, da ist Nenndurchmesser 12. Also nehmen wir die 12,6 Meter und multiplizieren die mit den 0,888 Kilogramm pro Meter. Und dann haben wir für die 12,6 Meter 11,19 Kilogramm. Und so machen wir weiter. Position 3 gucken wir, A hat einen Nenndurchmesser von 14 mm. Dann gucken wir hier in die Tabelle, hier A 14 mm. Und dann müssen wir die Gesamtlänge 11,8 mal 1,21 Kilogramm pro Meter nehmen. Und dann kommen wir auf ein Gewicht von 14,28 Kilogramm. Letzterer ist dann der Bügel mit Position 4. Wir haben einen Nenndurchmesser von 8. Gucken in die Tabelle, A, hier ist 8. Also 36,8 Meter mal 0,395 Kilogramm pro Meter. Und dann kommen wir auf ein Gesamtgewicht von 14,54 Kilo. Diese Werte hier, die wir hier jetzt haben, also die hier, die tragen wir, wenn wir hier noch mehrere Werte haben, hier zum Beispiel, dann addieren wir die alle zusammen und tragen die hier unten ein. Weil wir hier nichts zum Zusammenaddieren haben, weil hier nur alles leer ist, ne übernehmen wir die Werte und tragen die hier einfach unten ein. Und dann haben wir 14,54 Kilo, 7,28 Kilo, 11,19 Kilo und 14,28 Kilo. Die addieren wir einfach alle zusammen und dann haben wir ein Gesamtgewicht von 47,29 Kilo. Und diese 47,29 Kilo sind halt das Gewicht, was die ganze Bewährung für zwei solche Stürze ausmacht. Und das ist die Stahlliste. Also in der Stahlliste werden die ganzen Massen zusammengerechnet, damit ihr nachher wisst, okay, wie viel Kilo Stahl ist nachher eigentlich in dem Betonbalken drin. Ja. Okay. Ja, jetzt wollte ich das eigentlich anhand dessen machen, sehe ich gerade, aber ich habe es alles reingezoomt. Ich glaube, so war es viel besser für euch. Also hier seht ihr nochmal Verlegeplan und Biegeplan. Und hier nochmal die Stahlliste. Wie gesagt, habe ich jetzt alles vorher erklärt, weil dann konnte ich immer schön hoch und runter gehen und ihr habt das, glaube ich, besser verstanden. Kurzzeitig improvisiert. Ich hoffe, es stört nicht. Wenn ja, meckert mit mir. Oder schreibt es unten in die Comments und meckert mit mir. Könnt ihr auch machen. Ja, dann bin ich ja offen. Jetzt nochmal zum Arbeitsauftrag. Also,
Diesen Plan hier werde ich halt unmaßstäblich, also er ist unmaßstäblich, werde ich euch nochmal auf dem Arbeitsblatt raufziehen und nochmal den Arbeitsauftrag, den ich hier handschriftlich geschrieben habe, nochmal schriftlich mit dem PC schreiben. Genauso seht ihr da wahrscheinlich nochmal den Link, wenn ihr das Video jetzt schon gesehen habt, braucht ihr nur auf den Link klicken, ihr werdet doppelt gemoppelt. Außer ihr seht mich gerne, dann könnt ihr gerne nochmal auf den Link klicken. Gibt ja auch mehr Views für mich, aber das sei mal dahingestellt. Ja, es geht jetzt halt um den Arbeitsauftrag. Ihr sollt ohne die Stahlliste, also die Stahlliste macht ihr bestimmt bei anderen Kollegen von dem Lehrerteam. Wie gesagt, ich darf keine Namen nennen, wisst ihr ja, Datenschutzgründen und sowas. Diesen Plan, den sollt ihr abzeichnen. Und dafür habt ihr eigentlich alle Angaben, genauso wie die Bemaßung und die Beschriftung, die solltet ihr dementsprechend anpassen. Den Schnitt solltet ihr mit darstellen, damit ihr alle Angaben einmal mit drin habt und einmal ein Gefühl dafür bekommt, wie so ein Bewährungsplan zu zeichnen ist. Damit ihr beim nächsten Mal, wenn ihr eine Aufgabe bekommt, selber entscheiden könnt, okay, das muss da rein, das muss da rein, das muss da rein. Also damit ihr immer diesen Plan zum Beispiel als Vorlage nutzen könnt. Okay. Und wenn ihr keine weiteren Fragen habt, dann macht euch einen Arbeitsauftrag und bei Fragen könnt ihr mir schreiben. Oder ja, wie gesagt, schreiben, ich versuche schnell wie möglich zu antworten. Und wenn es ein bisschen komplizierter ist, können wir es auch versuchen, mit einer separaten Videokonferenz einzeln, das geht, zu klären, weil da hatten mich einige auch schon angeschrieben, da haben wir eine Einzelvideokonferenz gemacht. Das ist halt auch wichtig, dass ihr die Datenschutzverordnung mir nochmal zuschickt an alle die, die es noch nicht gemacht haben. Ja. Macht das, dann können wir auch Einzelvideokonferenzen machen, da kann ich euch auch nochmal helfen. Ja, und sonst macht euch einen Arbeitsauftrag und viel Spaß dabei.